Heute waren wir schön an der Belaya, mal wieder Wettangeln am Freitag machen. Hat auch wieder richtig Bock gemacht. Und direkt im Anschluss geht's hier nochmal weiter zur Tunguska, denn hier lübt es ja auch schon eigentlich die ganze Woche über. Eigentlich immer auch ganz gut. Und ich habe einfach auch nochmal ein bisschen rumprobiert hier schön mit dem Belaya-Setup auf Forellen und Äschen. Zack, beim Auswerfen schon direkt rein. So soll das auch sein. Also immer wieder schön hier Bachforellen und Äschen, die reinsteigen. Ich teste gerade einen der Köder, der immer wieder gut funktioniert, aber den man vielleicht auch gar nicht so easy bekommt oder vielleicht auch hat, denn diese Köder gibt es halt nur am Weihnachtsmarkt. So ganz lang ist es ja nicht mehr hin bis zum nächsten Weihnachtsmarkt. Aber wer ihn halt jetzt nicht hat, der hat ihn halt nicht. Und dementsprechend muss man eben jetzt auch gleich noch ein bisschen was anderes suchen. Und das machen wir. Also vom Köder her ist es dieser hier, der Pomor. Mit einem kleinen 6er Haken drauf. Und das reicht auch in der Regel. Pomor Nummer 3, der geht immer wieder auch ganz gut. Und auch mal oder immer mal wieder auch mit den größeren Brocken. Jetzt haben wir gerade hier ein bisschen mehr die kleineren gerade in Folge gehabt. Aber es waren eben auch hier schon im Kilobereich die Äschen und die Barfuß mit da drauf. Und jetzt ändern wir das Ganze einfach mal auf einen Köder, der vielleicht ein bisschen fängiger ist. Und zwar hier von der Spiker-Serie. Und dann nehmen wir hier entweder diesen in diesem Altrosa oder eben hier dieses Kupferfarbene. Und dann testen wir jetzt hier mit dem einfach weiter. Denn die kann man einfach kaufen. Die sind noch ein bisschen schwerer. Wir kommen damit weiter raus. Aber mit dem muss man auch vielleicht ein bisschen schneller rein. Siehst du, auch der funktioniert. Heißt also, wenn man einen Köder sieht, den man vielleicht nicht hat, aber man hat vielleicht von der Form und von der Art her etwas, was ähnlich aussieht, dann auch einfach mal andere Farben testen. Genauso könnten wir jetzt auch sämtliche anderen kupferfarbenen Köder einfach testen. Ob das jetzt kleine Blinker sind oder ob das kleine Spinner sind, alles in der Art im kupferfarbenen, wenn das gerade hier funktioniert, ja, dann weiter durchtesten und probieren, ob irgendwo dann einer dabei ist, der so richtig schön die dicken Brocken triggert. Ganz wichtig halt immer bei den Kunstködern Form und Farbe. Und das ist natürlich immer, ja, auch in Zusammenarbeit sozusagen oder abgestimmt auf das Wetter wichtig. Ne? Das heißt, wir müssen natürlich hier mal gucken, passt das auch zum Wetter. Ich probiere das mal mit diesem hier. Werfen wir hier einfach mal einen Blinker raus. Den Weiko mit 8 Gramm. Da müssen wir das ein bisschen schneller durchziehen. Der ist ja deutlich schwerer. So. Vielleicht lockt er ja auch, denn der hat immer mal wieder ganz gut funktioniert, auch für Lennock. Und eigentlich hätte ich auch ganz gerne mal einen Lennock hier. Das wird doch mal langsam Zeit, dass hier mal der Lennock reinschießt. Vielleicht probiere ich es auch gleich nochmal an einem anderen Spot. Zack, und da geht er auch schon wieder rein. Hier vorne gerade hingeworfen, auf diesen hellen Fleck, der da vorne ist. Man sieht das, glaube ich, ganz gut. Da ist so ein etwas hellerer, so eine hellere Area genau in der Mitte. Und da geht auch direkt was rein. Guck mal da, die nächste Barfo. Werfen wir mal direkt nochmal hin. Zack, man landet auch ziemlich genau da in der Area. Und dann locker durchziehen hier mit dem dicken Blinker. So. Und dann gucken, was geht. Natürlich auch immer wieder gerne hier mit dem Puschelhaken dran, Fluorocarbon. Ich bin gar nicht so groß gerade vom Fluorocarbon-Vorfach unterwegs hier. 5,5 Kilo nur. Normalerweise bin ich ganz gerne an der Tunguska so um die, naja, sagen wir mal 7 bis 9 vielleicht eher. 7 bis 9 Kilo ist eigentlich ein bisschen sicherer. Aber da jetzt hier ganz viele Äschen und Bachforellen sind, ziehe ich jetzt natürlich durch. Denn, die, jawohl, ostsibirische, 500 Gramm, auch immer wieder richtig schick. Sehr, sehr nice. Zack, direkt schnell wieder raus. Noch haben wir Abendstunden, noch können wir das ausnutzen. Bisschen absinken lassen und dann locker durchziehen. Tempo ist auch gar nicht so schnell, mittleres Tempo. Gucken, dass der mal so ein bisschen ins Flackern vielleicht kommt.
Und dann ist gut. Oder mal zwischendurch ein bisschen auf schnell. Zack. Und da geht schon wieder einer rein hier. Auf Speed. Sehr schön. Aber das geht auch ganz gut. Ist jetzt, wie gesagt, gar nicht so riesig groß. Ne? Wenn er jetzt hier ein bisschen in die Bremse geht, sollte er gar nicht so riesig sein. Denn ich bin ja nur mit 5,5 Kilo hier unterwegs. Na, hat er doch noch ein bisschen Bock? Nehmen wir natürlich alles gerne mit, ne? Komm ran hier. Oh, nee. Den hatten wir heute schon genug. Fast 8 Kilo Timen heute an der Belaya. Da brauche ich nicht noch einen von. Auch übrigens auf dem Vaiko. Wenn man also die Qualifikation noch machen will. Das war der Vaiko hier in Gelb. Der hat mir den Timen an der Belaya geliefert. Ist natürlich tricky und immer wieder den rauszukriegen oder den gezielt zu beangeln. Ist natürlich schwierig, aber man kann den Vaiko ganz gut nutzen. Es gehen auch mal immer mal wieder Bachforellen und Eschen rein an der Belaya, aber eben auch Rapfen und Timen. Also wenn man da so ein bisschen mehr Action haben will, durchaus mal die größeren Blinker testen. So, jetzt ziehen wir hier noch schön ein bisschen durch. Bis in die letzten Abendstunden. Ich denke mal so bis 22 Uhr. Es könnte ein bisschen mehr gehen. Das ganze Rumgeteste hier, zack, das ganze Rumgeteste hier mit den Ködern am Anfang, das braucht natürlich immer wieder Zeit. Das heißt also, bis man da eine richtige Farbe gefunden hat, die funktioniert. Dann habe ich vorher noch mit dem Topwater rumprobiert. Die klassischen Köder, die ja sonst immer gut funktionieren. War aber alles nicht ganz so geil. Zack. Und dann, bis man dann irgendwann den ersten Köder raus hat, der eben auf Kupferfarben jetzt in dem Fall oder dieses bräunlich-kupferfarbene funktioniert. Zack. Und dann läuft es auf einmal. Heißt also, das Gesuch hast du dir jetzt gespart. Habe ich ja jetzt quasi schon gemacht. Also einfach mal mit kupferfarbenen, bräunlichen Ködern hier einfach mal testen, ob das für dich auch so geht. Wenn ja, zack, direkt Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Hilft mir mega. Und dann gucken wir mal, wie das hier auch noch weitergeht. Ich denke mal, ich werde auch gleich am nächsten Tag noch ein bisschen weiter rumprobieren. Oder auch mal weiter oben in der Kurve. Denn die Kurve geht ja auch immer wieder ganz gut hier. Dass man sich dann hier hinstellt und in Richtung von diesem Wasserfall da reinwirft. Muss ich auf jeden Fall gleich auch noch testen. Im Idealfall nehme ich aber auch gerne gleich noch die Lennox mit. Wie gerade schon gesagt, also Lennox wäre eigentlich hier mein Zielfisch. Die anderen, ja, auch immer wieder gut. Macht auch immer wieder Spaß, gerade wenn die Frequenz da ist. Aber sowas wie Lennox oder wenn man eine Stelle findet, wo die Buckellachse geht, wo die gehen, dann auch gerne die. Wobei die auch gerne mal auf etwas andere Farben reingehen. Da muss man vielleicht noch mal ein bisschen weiter rumsuchen, wenn man die Buckellachse will. Na, ich würde sagen, so maximal noch eine Stunde. Länger kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Maximal noch eine Stunde, dann ist es wahrscheinlich schon zu dunkel, als dass wir dann hier noch ordentlich was rausziehen können. Ich glaube, ich werfe noch mal kurz nach da oben. Vielleicht geht da noch mal was. Aber da sieht man auch schon bald gar nichts mehr, ne? In die Öffnung da hinten. Knapp hinter die Insel. So, schnell ein bisschen auf Spannung ziehen und dann auch ein bisschen schneller einkurbeln. Mit der Strömung jetzt. Genau. Die Action-Bar unten, das flackert jetzt wieder so ein bisschen. Aber es kann auch schon bald zu dunkel sein. Wobei wir ja auch die Bachforellen immer noch nachts kriegen. Das heißt, wenn man es jetzt explizit auf die Barfo aus hat und es wurden auch einige Trophys gefangen hier jetzt zuletzt wieder, dann natürlich gerne auch hier nochmal mit der Barfo rein. Vom Setup her ganz normal das Belaya Setup in aufgewertet. Also Belaya Setup sollte man doch eigentlich kennen. Ich verlinke nochmal das Short-Video dazu zum Belaya Setup. Also ab Level 12 plus, 12 bis 14. Dann kann man sich das schon mal leisten. Da sollte man auch das Silber zusammen haben. Und dann pimpt man das Ganze irgendwann, wertet das Belaya-Setup auf mit Level 30, wenn man also hier an der Tunguska ist. Hier macht man noch mal ein bisschen deutlich oder eigentlich deutlich mehr Silber. Und dann casht man hier richtig noch mal rein in das Setup und wertet es auf. Und ja, auch das verlinke ich am besten noch mal. Ist auch noch mal ein Short-Video. Geht relativ schnell, keine 60 Sekunden.
und dann ist das Setup aufgewertet und auch für die Tunguska hier und für die schwereren Brocken gut geeignet. Nee, das war aber jetzt noch nichts mehr hier. Ich gucke nochmal gerade in den Kescher, beziehungsweise erst natürlich nochmal, ja guck, Kaffeeauftrag, BAFO, das machen wir natürlich gerne mit. Also zweimal die BAFO haben wir schon mal die 55, die Esche mit 2 Kilo war noch nicht dabei, aber vielleicht ballert sie gleich noch mit rein. Sehr schön, 55 jetzt und hinten drauf nochmal nach Preis sortiert, 180 knapp. Also für die Zeit jetzt hier 230 Silber, kann man schon mal machen, ist schon mal nicht so verkehrt. Also die nehmen wir gerne mit hier, immer schön die Eschen und natürlich nebenbei noch die Barfuß. Passt also, kann man machen und das Ganze mit einem relativ leichten, feinen Setup, ohne dass man da irgendwie großartig was Teures kaufen muss an der Tunguska. Also ab Level 30, zack zur Tunguska und dann easy mit dem Belaya Setup hier weiter Cash machen. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags gibt es da immer RF4, entweder live auf YouTube oder live auf Twitch. Weißt du was? Beides. Gleichzeitig live auf YouTube und live auf Twitch. Bis zum nächsten Mal.